Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 24. Januar 2018? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens und in Palast des Südens bewegt sich gerade unserem Planet Erde. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die rote Vogel, so heißt dieser Palast. In westlichen Astrologie sagen wir, unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Widder. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Palast des Westens und hier bewegt sich die Himmelskaiserin. So wird der Mond bezeichnet. Die chinesischen Astrologen sagen, dieser Palast heißt Weiße Tiger und die Himmelskaiserin hat die Mitte des Palastes verlassen, also nicht mehr in diesem Rückzug und bewegt sich frei im Palast des Westens. Mond trifft, ich könnte sagen, in diesem Palast, aber in westlichen Astrologie würde ich sagen, in Tierkreiszeichen wieder, trifft mit Uranus. Hat eine große Bedeutung. Weil Uranus hat schicksalhafte Ereignisse, kann etwas bewirken. Das sind Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, plötzliche Ereignisse, ungewöhnliche Kontakte, ungewöhnlichen Umständen. Das spüren in erster Linie die Wiedergeborenen. Das wirkt auch bei Löwengeborenen und bei Schützengeborenen. Diese Umbrüche, Veränderungen. Unerwartete Ereignisse, das spiegelt etwas für die Waagengeborenen. Nun, Uranus steht in Verbindung mit Jupiter und dadurch wirkt diese Uranus-Energie auch für die Skorpiongeborenen, wo gerade Jupiter bewegt. Sie stehen in Verbindung, Uranus-Jupiter-Verbindung. Aber durch den Mondeinfluss wirkt heute das uns alle, weil Mond hat einen Einfluss auf jede Einzelne, egal in welchem Tierkreiszeichen geboren ist. Natürlich vermittelt etwas von der Energie von diesem Tierkreiszeichen, wo sich gerade bewegt, wie heute Tierkreiszeichen wieder. Das heißt Neuanfang oder begeistert zu sein von etwas, plötzliche Ereignisse, ein Neubeginn und das löst nicht nur die Mond im Widder aus, sondern das ist auch der Einfluss von Uranus, weil Mond wirkt heute gemeinsam zusammen mit Uranus, die verschmelzen und die Energie wirkt zusammen. Also wir können heute damit rechnen, das kann jeder von uns treffen, nicht nur die Wiedergeborenen, dass wir heute unerwartete Ereignisse haben, ungewöhnliche Begegnungen, ungewöhnliche Umstände, Umbrüche, Veränderungen, plötzliche Ereignisse, auch schicksalhafte Entscheidungen, Möglichkeiten, Chancen, was unserem Schicksal beeinflusst. Auf diese Energiefeld Mond mit Uranus im Tierkreiszeichen wieder ist noch auch Einflüsse von anderen Sternen. Dazu gehört Alpherg. Alpherg verbindet die beiden Fische miteinander, die südlichen und die nördlichen Fische. Weil das ist im Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen besteht aus zwei Fischen, ein nördlichen und ein südlichen Fisch. Es
Sie schwimmen in andere Richtung, also im Gegensätze verbinden sie sich und Alberg wie ein Nabelschnur verbindet die beiden Fische miteinander. Dann können Sie fragen, was sucht ein Stern von Tierkreiszeichen Fische hier im Tierkreiszeichen Widder, wo gerade Mond und Uranus bewegt. Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. In Wirklichkeit im Himmel sind diese Tierkreiszeichen unterschiedlich groß und sie verschmelzen sich miteinander, also kein Wunder, dass ein Stern von Tierkreiszeichen wieder in diesem Bereich wirksam ist, wie heute Alberg bestrahlt Mond und bestrahlt auch Uranus. Und das bedeutet für unseren heutigen Tag, Verbindungen zu suchen. Kann auch sein, dass durch unerwartete Ereignisse oder ungewöhnlichen Umständen werden wir neue Kontakte, neue Verbindungen finden. Nicht nur Alberg wirkt, sondern Andromeda-Nebel. Und dieser Andromeda-Nebel heißt Vertex. Und dieser Vertex hat eine ganz große Bedeutung und es ist auch wirksam, weil hat einen Einfluss auf Mond und hat einen Einfluss von Uranus. Auf Uranus und auf Mond. Es ist ein Knotenpunkt im Himmel. Bei viele Sternen treffen sie sich wie Linien in diesem Punkt und das heißt Vertex. Und das bedeutet für unserem Leben, gerade wenn Uranus das aktiviert, wir stehen gerade im Wendepunkt in unserem Leben. Das ist wie ein Knotenpunkt und hier kommen schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, nicht nur Umbrüche, Veränderungen durch Uranus, sondern Vertex wirkt auch. Also es dreht sich etwas in andere Richtung und das ist bedeutet auch einen Knotenpunkt zu stehen, es dreht sich etwas, es läuft etwas in andere Richtung, kommen Umbrüche und Veränderungen. Das ist ein Wendepunkt gerade in unserem Leben. Wenn das nur Uranus wäre, wo hier wirksam ist, dann würde das wirksam sein bei Wiedergeborenen, bei Löwengeborenen, bei Schützengeborenen, bei Skorpiongeborenen, gerade durch die Verbindung zwischen Uranus und Jupiter und spiegelt etwas für die Wagengeborenen. Aber heute kommt noch die Mondenergie dazu, das heißt, jede Tierkreiszeichen kann damit betroffen sein. Und wie trifft die einzelnen Tierkreiszeichen diese kosmische Energie? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Das ist das Auftreten, das Selbst zu sein, etwas darstellen, wahrgenommen werden. Und das ist sehr wichtig, gerade bei den Wassermanngeborenen. Und sie werden auch wahrgenommen und sie achten auf ihre Ausstrahlung, Auftreten, wie sie sich geben und das Selbstdarstellung spielt eine große Rolle gerade. Dazu kommt noch die Venus-Einfluss und das ist Liebe-Partnerschaft. Also das ist auch ein wichtiges Thema gerade bei den Wassermanngeborenen. Dazu kommt noch, dass hier bewegt sich gerade die absteigende Mondknoten und das bedeutet alte Karma, alte karmische Erinnerungen, alte karmische Begegnungen. Weil wenn das so ist, dass unsere Seele unsterblich ist und wir machen Erfahrungen hier auf der Erde, wir lernen, wir entwickeln uns, dann haben wir auch natürlich alte Karma und da kommen die Erinnerungen, Begegnungen und das kann zurzeit die Wassermanngeborenen treffen und die Menschen, die ihren karmischen Knoten im Geburtshoroskop im Tierkreiszeichen Wassermann oder im Tierkreiszeichen Löwe haben. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch wichtig wahrgenommen zu werden. Und sie achten auf ihren Auftreten. Auch ihr Erscheinungsbild ist sehr wichtig und die Fischengeborenen werden auch wahrgenommen. Gute Gespräche, gute Kontakte sind zum Erwarten. Die sind von etwas begeistert. Viele Fischengeborenen stehen auch vor Neuanfang. Sie haben auch die Kraft
und die Mut, diesen Neuanfang zu starten, in die Liebepartnerschaft verspüren auch Leichtigkeit. Die tierkreiszeichen Wiedergeborenen trifft gerade Alpherg und Vertex und Uranus, und die Mondenergie löst auch etwas auf, das heißt schicksalhafte Ereignisse. Ein Wendepunkt im Leben, es dreht sich etwas in eine andere Richtung, kann unerwartete, außergewöhnliche Ereignisse führen. Und noch die Einfluss von Jupiter, das sind die Chancen, die Möglichkeiten, die inneren Unsicherheit kann ein Hindernis sein. Und es ist wichtig bei den Wiedergeborenen, diese innere Unsicherheit zum Loslassen. Nicht nur diese Veränderungen kommen, sondern auch das Geld fließt gerade und die berufliche Situation ist jetzt sehr, sehr wichtig. Beruflich eine Wende, eine Veränderung, eine Verbesserung oder eine andere Richtung zu gehen. Es hängt Berufung, Finanzen natürlich zusammen, aber bei den Finanzen ist auch wichtig, auch die Gefühle des eigenen Wertschätzung. Weil das Werte- oder Selbstwertgefühl hängt energetisch zusammen mit Geld, mit Finanzen. Dazu kommt auch noch Schuldgefühl, wirkt auch auf den Finanzen. Dieses ständige Schuldgefühl ist auch eine Energie. Und was löst es aus? Natürlich Schulden. Also sollen wir auch darauf achten, dass wir von diesem Schuldgefühl auch verabschieden. Also das spielt auch eine Rolle. Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen, Berufung, eine andere Richtung, ein Wendepunkt, unerwartete Ereignisse, es dreht sich gerade und das löst diese ganze himmlische Einflüsse, diese kosmische Energie aus, gerade bei den Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind kleinere Veränderungen, sie werden in ihrer Umgebung wahrgenommen, sie haben Einladungen, viel in Bewegung, familiär oder in vertrauter Umgebung wie Nachbarschaft oder ein Fest im Ort. Also es bewegt sich etwas, kann auch Schulungen sein und die nächste Zeit wird die Finanzen kommen, wo für die Stiergeborenen, das beginnt jetzt gerade auch wichtig ist, Werten, Selbstwertgefühl, Wertschätzung, Finanzen, all das in Ordnung zu bringen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, die Termine, Gespräche oder die Verträge haben einen Vorteil gerade bei den Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Ruhe. Es war alles zu viel und sie fühlen sich kraftlos oder nervös und die brauchen gerade die Ruhe, die Zuhause, auch die Liebe, Partnerschaft gibt auch Kraft und das können die Zwillingsgeborenen gerade genießen. Beruflich läuft vielleicht nicht so gut, wie die Zwillingsgeborenen das wünschen. Es ist alles zu viel oder stressig, aber was sie wirklich genießen können, das ist die familiäre oder die Liebe, die Gefühle. Das eigene Zuhause auch. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, auch die berufliche Situation etwas da zu verbessern. Und jetzt kommt auch das schöpferische Kraft, ihren eigenen Ideen umsetzen im beruflichen Umfeld. Und da kommen tolle Ideen und das können sie gerade verwirklichen. Chancen, Möglichkeiten sind da. Auch die Mut und die Kraft beruflich etwas verändern, verbessern. Und diese Kreativität, diese schöpferische Energie hilft dabei. Was wichtig ist, die Kontakte suchen, auf anderen zuzugehen. Das spiegelt die Merkur-Energie. Also das sollen in dieser Spiegel schauen, die Krebsgeborenen, die Gespräche suchen mit anderen oder zuhören, was die anderen sagen. Und Alpherg, was heute auch wirkt, diese Verbindung zwischen den beiden Fischen, wirkt auch bei Krebsgeborenen, die Verbindungen suchen, weil sie können weiterhelfen. Das ist eine gute Unterstützung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft, das spiegelt etwas das Leben, aber nicht nur das Leben, sondern auch die Karma, karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen, besonders wenn es um die Liebe geht.
Aber sie werden auch in die nächste Zeit auch um Beruflichen kümmern und da möchten die Löwengeborenen in die nächste Zeit auch mal aufräumen und sich beruflich mal verbessern. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren, fühlen sie sich in die Liebepartnerschaft etwas unsicher, wird aber in die nächste Zeit sehr wichtig sein, die Liebepartnerschaft in Ordnung zu bringen oder die, wo alleine sind, Chancen, jemand kennenzulernen, eine neue Partnerschaft einzugehen. Also das wird auch ein Thema sein. Was sehr angenehm ist bei der Jungfrau geboren, sind die Gespräche, ein guter Nachricht oder ein Terminvertrag. Das hilft gerade. Bei Tierkreiszeichen Wagen geboren ist auch eine Wandlung gerade, weil sie selbst ändern sich oder ihre Einstellung, die ändern die Richtung, die Blick ändert sich da. Sie werden auch um die Finanzen auch kümmern und das in Ordnung zu bringen. Aber hier kommen auch die Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse. Und jetzt nicht davonlaufen oder verstecken, sondern im Auge schauen und es auch wagen, diesen Mut zu haben und diese Chancen zu ergreifen. Das ändert sich, wandelt sich gerade bei die Wagen geboren, in diesen Transformationen befinden sie sich. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist wichtig, in Kraft zu bleiben. Und wo wirklich die Kraft liegt, das ist im Inneren, in die Ruhe liegt die Kraft. Und das brauchen gerade die Skorpion geboren, die innere Ruhe, diese inneren Kraft. Chancen, Möglichkeiten haben sie jetzt gerade, diese Kraft zu zeigen, sich einzusetzen, mutig zu sein, mal etwas Neues wagen. Es ist ein beruflicher Aufstieg und Ausland, Auslandskontakte, Reise oder Besuch von Ausland kann auch eine Wichtigkeit sein. Bei den Tierkreiszeichen Schützen geboren ist auch ein beruflicher Aufstieg, aber nicht nur beruflich haben die Schützen geborenen gerade Glück, sondern auch in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren passiert einiges. Das ist wie eine Neugeburt, gerade bei die Steinbock geboren, ganz anderes fühlt sich das an. Also schon Veränderungen, sehr große Veränderungen, vielleicht nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit, das dauert noch. Sie sollen ihre Wünsche, Träume, Sehnsüchte ernst nehmen. Mal einen Platz einräumen, dass dieser Wunsch zum Erfüllung geht. Dann nicht immer verstecken, sondern sich auch mal zeigen, was sie können, mutig zu sein. Die Chancen, Möglichkeiten wahrzunehmen, als Ziele setzen und diese Ziele sind zum Erreichbar. Das alles in Form zu bringen. Hier besteht auch viel Lernaufgabe. Dann Gespräche führen. Und heute ist möglich bei vielen Steinbockgeborenen, dass sie etwas beenden möchten und sagen, jetzt starte ich einen Neuanfang. Das kann eine Kündigung sein, das kann eine Trennung sein. Und es wird jetzt auch ausgesprochen, weil das liegt, es ist aktuell, schon länger aktuell. Das haben die Steinbockgeborenen unterdrückt lange Zeit. Und jetzt ist gerade der Zeitpunkt, all das, was sie nicht mehr ertragen wollen, nicht mehr mitschleppen wollen, weil das belastend ist, das mal zum Ansprechen, nicht davonlaufen, nicht den Kopf im Sand drücken, sondern das direkt ansprechen. Und das löst aus ein Neuanfang. Ich würde nicht behaupten, dass jede einzelne Steinbockgeborene jetzt trennt und kündigt, aber trifft einige Steinbockgeborene, dass das gerade die Thema ist, weil die kosmische Energie das auslöst. Weil es reizt, es kränkt, es ist nicht angenehm und all das, was unangenehm ist, möchten die Steinbockgeborenen jetzt aufhören, das beenden und starten einen Neuanfang mit einer neuen Kraft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.